Sie versuchte aber etwas zu zähmen, was unzähmbar war. Was sie immer gesagt hat, ist, ich will den wilden Mann. Das war ja so ihr Konzept. Und Rainer hat sie als wilden Mann gesehen, die wilden Haare. Und dann war er damals ja ein Popstar, so ungefähr in Deutschland. Das war für sie eine unheimliche Auszeichnung. Das ähnlich hat sie nachher den Bockhorn gesehen. Dieter Bockhorn ist Kaffeebetreiber in Hamburg. Für ihn verlässt Uschi Keith Richards und die Welt der Stones. Lebenskünstler Bockhorn bietet ihr die Chance auf ein neues Abenteuer. Dann tauchte dieser Mann vom Kiez auf. Parallel im Grunde lief das eine Weile, mit der ihr ein Angebot gemacht hat, nämlich ich baue einen Salamander-Bus aus und ich nehme dich überall mit hin. In dem umgebauten Wohnmobil bricht das Paar zu einer Weltreise auf. Es ist ein ganz anderer Roadtrip als die Stones-Tournee. Einer, der Spuren hinterlässt. Ich bin überhaupt nicht angstfrei. Ich hab Schiss. Wirklich. Es ist nur eben, was macht man damit oder so. Also ich bin eher, gibt es doch das Märchen von einem, der auszieht, das Fürchten zu verlernen. Das Fürchten zu lernen. Ich bin eher ausgezogen, das Fürchten zu verlernen. Und das war halt auch gut mit Bockhorn, also mit so jemandem, dem ich sage, nee, ich. Und mit Bockhorn habe ich eben gelernt, dann auch, der mir auch gezeigt hat, alle Sachen, vor denen man Angst hat, dass man die genau anschaut und genauso ungefähr seziert. Und dann verliert man seine Angst und das stimmt. Und das war eine ganz große Hilfe. Das deutsche Aussteigerpärchen reist auf dem sogenannten Hippie Trail, durchquert Afghanistan und Pakistan. Eine ganz andere Welt, touristisch weitgehend unerschlossen und ohne westliche Annehmlichkeiten. Manche Passage ist sogar gefährlich. Und ich schon wieder wegen Geld. Das hat er immer geschafft, in eine gefährliche Situation reinzugehen, wo man eigentlich erst nochmal Angst hat und das umzubauen, während er drin ist. Und das ist ja so fast so ein bisschen was Zauberhaftes, wenn man das schafft. Zwei Jahre lang sind Uschi Obermeier und Dieter Bockhorn unterwegs. Sie reisen bis nach Indien. Immer wieder nehmen sie Anhalter mit und kommen so auch mit Einheimischen in Kontakt. Obermeier schreibt später, wenn Bockhorn gut drauf war, seine Antennen draußen hatte, dann passierten uns die wahnsinnigsten Sachen. So wie in Jaipur. Hier überredet Dieter Bockhorn die Maharani, die Frau des Maharajas, eine traditionelle Hochzeit für ihn und Uschi Obermeier auszurichten. Dieter hat sich dann komplett vollgedröhnt vor der Hochzeit und ist dann fast vom Elefanten gefallen. Bockhorn ist immer öfter high. Abstürze in Serie, das wollte Uschi Obermeier mit ihrem Ex Keith Richards eigentlich hinter sich lassen. In dieser ganzen romantischen, dieser riesigen Kulisse, wenn der Mann dann so weggedrungen ist, hat sie, glaube ich, eigentlich nicht als so schön gefunden. Sie verbucht die Hochzeit nach Landessitte als eine Art Happening. In Deutschland wird die Ehe nie anerkannt. Er hat es eher als Ehe gesehen. Er wollte sie binden. Und ich glaube, dass Uschi das nicht so gesehen hat. Uschi hat das als Ritual gesehen, als Fest, als Feier und auch schon als eine Art Commitment. Aber verheiratet war sie nie. Obermeier und Bockhorn fahren weiter zu den Hippie-Kommunen in Goa und in Nepal. Doch sie machen nirgendwo lange Station. Es kriselt in ihrer Beziehung. Bockhorn ist Uschi untreu und er schlägt sie. Ein befreundeter Psychologe soll helfen, ohne Erfolg. 1980 fahren sie drei Jahre lang durch die USA und Mexiko. Auf der Halbinsel Baja California siedelt eine Hippie-Kolonie am Strand. Hier parken Uschi Obermeier und Dieter Bockhorn endgültig ihren Bus.
das ist eigentlich schon so ein totales Aussteigertum, aber es hat auch nicht diese, sagen wir mal, spirituelle Komponente, die jetzt Goa oder Indien gehabt hätte, sondern es ist eine viel härtere, diese mexikanische Matrix ist eine viel härtere. Und ich glaube, das ist auch ein Abstieg war. Das Paar gerät in finanzielle Nöte. Bockhorn greift jetzt immer häufiger zur Flasche. An Silvester 1983 steigt er betrunken aufs Motorrad. Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW kommt er ums Leben. Ob es ein Unfall oder Selbstmord war, ist bis heute unwissend.